diese Woche dreht sich alles um den weißen Hautkrebs. Dazu ist diese Woche Welttag des weißen Hautkrebses und wir klären dich dazu auf. Wir, das bin ich, Dr. Barbara Meyer-Lehmann von der Manostik. Ich habe heute die liebe Dilek dabei. Auf diesem Weg liebe Grüße an Max. Nächstes Mal sehen wir uns wieder. Ja, und dann können wir loslegen. Ja, liebe Barbara, zum Beginn, was ist denn der weiße Hautkrebs? Der weiße Hautkrebs, und jetzt muss ich gleich korrigierend eingreifen, heißt weißer Hautkrebs, weil er sich dadurch von dem pigmentzellbildenden Tumor schwarzer Hautkrebs abhebt. Er ist aber nicht weiß im klassischen Sinn von der Farbe her, sondern eher hautfarben, möchte ich nur erwähnen, weil das häufig zu Missverständnissen führt. Der weiße Hautkrebs ist eben, wie gesagt, hautfarben und er entsteht, wir haben ja hier unser Hautmodell, aus den Basalzellen der Haut, die anfangen zu wuchern, den Tumor bilden und das nennt man dann weißer Hautkrebs, Basaliom. Es kann auch aus anderen Schichten, aus spinozellulären Zellen kommen. Dann sprechen wir von spinozellulärem Karzinom. Alles ist aber im Überbegriff weißer Hautkrebs. Also Barbara, du hast ja jetzt erzählt, dass der weiße Hautkrebs nicht unbedingt weiß sein soll oder muss oder kann. Wie unterscheidet sich denn genau vom schwarzen Hautkrebs? Er unterscheidet sich dadurch, dass er ja, meistens anders aussieht und eben auch unterschiedlich in der Gefährlichkeit zu sehen ist. Der schwarze Hautkrebs setzt Metastasen über den Blutweg, ist also der gefürchtetere, aggressivere Tumor. Wobei eben der weiße Hautkrebs eigentlich in Anfangsstadien sehr gut zu behandeln, durch kleine Operationen sogar heilbar ist. Wie unterscheidet sich jetzt der weiße Hautkrebs von dem schwarzen Hautkrebs? Der weiße Hautkrebs unterscheidet sich in Farbe und Form vom schwarzen Hautkrebs. Ja, wie der Name schon sagt, ist er meistens nicht schwarz. Und unterscheidet sich auch durch das biologische Verhalten, das heißt also durch die Gefährlichkeit. Es ist zwar nicht eine hundertprozentige Aussage, aber nahezu kann man schon sagen, dass der schwarze Hautkrebs der gefährlichere ist, weil er schneller Absiedlungen in andere Organe machen kann. Im Gegensatz zum weißen Hautkrebs, der oft auf die Haut beschränkt ist. Aber nicht gutartig, deswegen Krebs, weil er, wenn man nichts tut, an Ort und Stelle weiter wächst und dann in die Tiefe der Haut eindringen kann. Barbara, jetzt hast du uns sehr schön erklärt, wie ein weißer Hautkrebs ausschaut und wie ein schwarzer Hautkrebs ausschaut. Entstehen denn beide Krebsarten aus einer Muttermal? Nein, wird häufig gefragt, führt häufig zu großen Verunsicherungen und Ängsten. Generell kann man sagen, Muttermale sind Muttermale und Hautkrebs ist Hautkrebs. Allerdings, das Gemeine ist, dass schwarzer Hautkrebs am Anfang wie ein Muttermal aussehen kann, aber eine Dynamik hat. Es entwickelt sich weiter, es wird größer, es wird dunkler. Dann ist spätestens der Punkt erreicht, wo man schleunigst den Hautarzt aufsuchen sollte. Aber Muttermale, die seit Jahren bestehen, die sich nicht oder nur minimal verändern, sind eigentlich Muttermale. Muttermale können unsere Ärztinnen auch sehr gut über die Dermanostik-App bewerten. Falls du auch unsicher bist mit einem Muttermal von dir, kannst du gerne einen Fall bei uns hochladen. Also so wie ich verstehe, Muttermale hat man ja auch. Das kann man dann natürlich gesondert jetzt abklären lassen. Aber kann ich mich vor dem weißen Hautkrebs schützen? Weil wir jetzt in dieser Woche ja in Welttag des weißen Hautkrebs haben. Richtig. Man kann sich gegen jede Art von Hautkrebs mit gutem Sonnenschutz, sei es durch Cremes, sei es durch textilen Sonnenschutz, sei es durch vernünftiges Verhalten in der Sonne, schützen. Der weiße Hautkrebs eben, wie gesagt, Hut aufsetzen, gut eincremen, ist gut zu schützen. In früheren Tagen, wo der Sonnenschutz noch nicht so propagiert war, war auch der weiße Hautkrebs häufiger. Und es ist auch, weil es eine Summation der UV-Strahlung ist, die im Laufe eines Lebens ein Mensch erleidet, ist der weiße Hautkrebs eigentlich auch eher der Hautkrebs des älteren Menschen.
weil eben die Gesamtmenge an UV-Strahlung in 80, 90 Jahren natürlich immens hoch ist. Ja, vielen Dank, Barbara, für die tolle Aufklärung. Und wenn ihr noch Fragen zu dem weißen Hautkrebs habt, gerne könnt ihr das in den Kommentaren nachfragen oder aber auch unseren Kanal abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Okay, das war's für heute. Dir, liebe Dilek, nochmal vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.